Hey Kinders und herzlich willkommen zu dem Spiel zwischen Farid Rommel und Tosti. Und Farid Rommel und Tosti beide als Deutsche unterwegs und auch beide mit 120, 170, 80 Punkten mehr so aufs Midgame konzentriert. Und ja, schauen wir uns mal die Map an, die da sehr, sehr offen ist. Kann man ja leider nicht anders sehen. Eventuell ein klitzekleiner Vorteil für die blaue Seite durch die Erhebung, die sich hier ergibt und mit der man ein bisschen mehr Druck ausüben kann auf die ganze freie Fläche. Ansonsten, wie gesagt, sehr viel offene Fläche. Also Units, die Range haben, sind hier natürlich gerne gesehen. Und was man halt noch sagen muss, ist, dass Vorstöße von Infanterie hier durch den Wald grundlegend immer gut möglich sind, aber von allen Seiten kann man halt gesehen werden, also da muss man echt vorsichtig sein. Naja, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns und staunen diesen schönen Fuhrpark hier. Und hier wird ja alles an Metall verarbeitet, etc. So ein bisschen Aufstellung haben sie schon betreiben können. Dann gucken wir da mal so ein bisschen rein. Spähwagen 231 mit am Start. Dann Sturmpioniere der Hitlerjugend. Panzergrenadiere der Hitlerjugend. Und, achso, können wir nochmal gerade drauf eingehen. Tosti ist nämlich unterwegs mit der 12. SS Panzer Hitlerjugend und Farid Rommel mit der 21. Panzer. 21. Panzer, die haben Zugriff auf einen gewissen Panzer, der da 260 Punkte kostet. 260? Ich weiß nicht mehr, welchen Königstiger die hatten. Entweder 240 oder 260, so. Jedenfalls, hier die Ausstellung. Sturmpioniere, Flammenwerfertruppen dürfen nie fehlen. Möglichst immer vorne hinstellen, ist klar. Dann Pioniere der Hitlerjugend, Panzergrenadiere der Hitlerjugend und Pionierführer. Und eine Pack noch mit bei. So, ein Truppführer ist immer ganz gut, um die Infanteristen zu buffen, die man dabei hat. Und Beute Firefly ist auch ein sehr kostenintensiver Panzer für den Start schon. Also sehr viele Punkte, die in ihn reingehen. Das heißt, sein Leben möchte man relativ lange sichern. Flammenwerfer, ansonsten MG 42 und zwar zwei Stück davon. Hier unten in der Mitte kommt eher nichts. Also man möchte anscheinend nicht so sehr auf diesen Hügel. Vielleicht nur mit dem Firefly. Oh, der Firefly ist wieder weg. Okay. So, hier unten nochmal Spähwagen 231. Sehr gut auch um geeignet, um Infanterie so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Ansonsten schön wild gemischt. Ein bisschen Flammenwerfertruppen, MG. Linieninfanterie ist auch mit vertreten. Schauen wir mal rüber, was wir hier so haben. Ein MG 42 ist am Start. Hier ist eine Pack. Ersatztruppen, drei Stück. Ersatztruppen ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, die sind günstig, ja, man kann viele von denen haben. Problem ist, die geben immer auch sehr schnell auf. Und das andere Problem ist, um die wirklich am Leben zu erhalten, muss man wieder bei rein investieren. Vorteil von denen ist allerdings, du hast eine sehr gute Truppe, die dazu geeignet ist, rauszufinden, wo der Gegner seine Infanterie oder andere Truppen hat. So eine Art Meat Shield, ja. Schickst du vor, guckst du mal so, was hat der Gegner da, was kann man dagegen machen und lässt dann deine Hauptkampfgruppe arbeiten. Hier noch ein Halbkettenfahrzeug unterwegs mit ein bisschen mehr panzerbrechender Munition. Hat immerhin 45 mm Durchschlagskraft auf die 750 Meter, also ein bisschen was können die rocken. Weitere Ersatztruppen. Wenn man so günstig bei der Infanterie ist, dann bin ich mal gespannt. Da kommt er. Der Königstiger. Ja, ich hatte fast schon erwartet. Hier noch eine kleine, ein kleiner Panzer mit wenig Rüstung, aber hoher Durchschlagskraft. Die Reichweite ist auch 2000 Meter, also ganz ordentlich.
Wir haben ja, wie gesagt, eine offene Karte. Ja, und der Königstiger ist halt mal eine Ansage, ne? 88 mm Geschütz, 230 mm Durchschlagskraft und 180 mm Frontpanzerung. 90 mm nur an der Seite, aber trotzdem, das ist mal eine Ansage, einen Königstiger direkt am Start einzusetzen. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. So, weitere Ersatztruppen. Deswegen auch so viel Ersatztruppen, weil die halt günstig sind, ne? 15 Punkte für einen Infanterie-Squad, der vieles dabei hat, ist sehr, 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 sehr günstig. So, hier sind keine weiteren, also den Beute Firefly hat er rausgenommen und hat keine weiteren Panzer hinzugefügt. Ja, sind wir mal gespannt, wie weit der Tiger kommt. Nein, er hat ihn auch wieder weggenommen. Okay. Also, der Königstiger kommt nicht am Anfang. Wir sind gespannt, zu welchem Zeitpunkt er ihn aufs Spielfeld nimmt. Aber er hat einen Tab mit ihm drin. Also, wir werden ihn höchstwahrscheinlich sehen. Na, mit der Aufstellung lassen Sie sich noch ein bisschen Zeit. Ein Panzer 4 hat er jetzt hinzugefügt. Dadurch hat er ein bisschen mehr Spielraum, was noch so weitere Truppen betrifft. Infanteriemäßig ist Tosti vorne. Allerdings, Infanterie ist schwierig nach vorne zu bekommen auf dieser Karte. Und ja. Wie gesagt, sehr viel offene Fläche. Klar, die sind gut. Infanterie ist immer gut, ja. Da wollen wir nicht davon abkommen, aber trotzdem ist es ein Ticken schwieriger, die so ranzubringen, wie man es gerne hätte. Oh, ich bin sogar fast perfekt. So, also, beide Divisionen fahren aufeinander zu und wollen jetzt einander das gegnerische Gebiet und die Flaggen streitig machen. So. Hier sieht man sich schon gegenseitig. Also die ersten Flammenwerfertrupps werden in den Wald verkarrt. Und Ersatztruppen, ja, man sieht es halt hier, ne? Das sind 8 Karabiner und eine MP40 nur. Das ist jetzt nicht das Optimum an Nahkampf, was man so haben kann. Oder aber auch nicht das Optimum an Fernkampf, was man haben kann. Ja, so, die Pionier-Hitlerjugend, sehr häufig vertreten mit dem hübschen Buff hier. Also fanatisch, die kämpfen bis zum letzten Mann. Macht sie natürlich sehr lästig, die auszuschalten. Hier hinten so ein bisschen passiv erstmal aufgestellt. Beide Spieler wollen nicht zu aggressiv nach vorne gehen. Die Panzerhaubitze 39H. Alle gut positioniert, also die können hier über die halbe Karte gucken. Man sieht es jetzt hier auch. 2000 Range ist der äußerste Ring, also man kann sehr, sehr gut sehen. Oh, jetzt kommt der Beute Firefly. Also, ein Ticken, nee, zwei Ticken gehabt. Und der Beute Firefly ist auf dem Weg. Ist natürlich so die Frage gegen die ganzen Panzerhaubitzen, wie effektiv wird das? Ah, der fährt jetzt erstmal hier hoch. Der möchte, ja, hier auf den Hügel. Der Hügel, wie gesagt, ist eine gute Stellung, um Druck nach oben, unten und vorne zu geben. Dafür beide sehr, sehr passiv hier in der Mitte.
wenn er wüsste, dass da fast nur Ersatztruppen auf ihn warten, dann würde er da wahrscheinlich mehr machen. Und auch mehr machen können. Das Dumme ist halt, man sieht es halt nicht. Ne? Man weiß nicht, was einen dort erwartet. Und dann ist halt auch immer so die Sache, so gehe ich jetzt nach vorne, mache ich es oder mache ich es nicht. Wer weiß, wer weiß. Das sollte sich auch immer irgendwie lohnen. Hier unten die ersten Fahrzeuge schon mal ausgeschaltet worden. Zwei Panzer 4H sind jetzt hier auf offenem Feld. Und wollen losfahren, um zu gucken, was kann man hier erreichen. Wenn die Pech haben, kommen sie gleich erstmal richtig schön in die Range von dem Firefly. Der muss nur bis hier hin und dann sieht er sie schon und kann sie behaken. Also, er muss nur noch ein kleines Stück nach vorne fahren. So, das MG-42 zieht sich jetzt so ein bisschen zurück. Wird nämlich gerade die ganze Zeit geschossen. Dafür wird die Pack hier nach oben getan, damit die auf die Panzer 4H schießen kann. Und sie dürfte sie jetzt gleich sehen. Ah, da fehlt noch ein Stück. Da fehlt noch ein Stück. Also, 2-3 Meter nach vorne. Shit. Ja, umso näher sie kommen, umso gefährlicher wird es eigentlich für die Pack. Weniger wegen den Durchschlagsschüssen von den Panzer 4, sondern mehr wegen dem MG-Feuer, was die dann auch mit aufbringen auf die Entfernung. Okay, der Schuss hat gesessen und die Panzer 4 ziehen sich direkt zurück. Man merkt also hier, oh, da ist etwas, was uns kaputt machen kann, aber der Beute Firefly hat Sicht auf die und kann einen Schuss nachsetzen und damit ist ein Panzer 4 weg und der zweite ist, kommt ja noch davon und Panzerung zerstört und der zweite Schuss von der Pack. Ne, vom Spähwagen war das. Spähwagen 233 hat gesessen. Und der nächste Schuss vom Spähwagen 233 hat die Panzerhaubitze zerstört. Das war ein richtig guter Schuss. Und wir sehen hier schon, da kommt jemand. Also da hat jemand zu viel Geld gehabt. Eine 88er wird auch gleich noch mit dazu gestellt, damit man nicht von der Luft her behakt werden kann. Sinnvoll, sehr sinnvoll. Richtig hübsch, der Königstiger. Stärker als der Königstiger von der Frontpanzerung und von der Waffe her geht einfach nicht. Selbst der IS-2 kommt da nicht hinterher, der auch sehr stark ist. Und ja, man setzt die beiden jetzt relativ offensiv schon auf die Karte. Also, wenn man jetzt hier einen Scout hätte, dann wüsste man sehr gut Bescheid. Oh, da kommt was. Ein Panther-D-Führer ist auch am Start. Also das ist die Karte der großen Panzerkräfte. Der Königstiger hat gerade kurz jemanden gesehen, oder nicht? Also auf Max Range wird der Firefly es nicht schaffen, den Königstiger auszuschalten. Was man aber jetzt auch sagen muss, ist, es ist schon relativ riskant, den Königstiger so weit alleine hier nach vorne zu schicken, ohne zu wissen, was man ihm da entgegenstellt. Weil eine Pack, die hier stationiert ist, die kann auch dem Königstiger gefährlich werden. Je näher der Königstiger nach vorne fährt, umso gefährlicher für ihn. An der restlichen Front hat sich jetzt gerade noch nicht so viel getan. Hier oben hat man sich ein bisschen gesammelt. Eventuell steht da bald ein Angriff von oben auf dieses Stück Wald und die paar Häuser an. Vielleicht sogar in Verbindung mit den beiden noch zusätzlich. Unterstützungsfeuer würden sie bekommen von dem MG-42. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht möglich. So. Ja, aber wie gesagt, viel Fokus liegt auf dem Königstiger jetzt wahrscheinlich. Und die 88. Oder hat da jemanden gespottet? Ah, nee, doch nicht. Sah nur so aus. So ein bisschen Mörserbeschuss findet hier statt.
Ich weiß gar nicht, auf welche Position. Großartig. Hier findet jedenfalls auch ein bisschen Beschuss statt. Counterartillerie. Ach, nach hier unten findet der Mörserbeschuss statt. Hier sehr viele Ersatztruppen, die jetzt übers offene Feld laufen, werden allerdings nicht richtig gespottet. Das ist keine Einheit, die die sieht. Noch nicht. Wenn sie jetzt gleich weiterlaufen, werden sie auf jemanden stoßen, der sie sieht. Jetzt auch sehr viel Infanterie hier in der Mitte. Der Beschuss war gut. Der Spähwagen ist damit ausgeschaltet worden. Und was man damit leider sagen muss, ist hier ein wenig Feuerkraft, Unterlegenheit dadurch. Wir müssen jetzt das Halbkettenfahrzeug hier hinten hinfahren, um die Ersatztruppen in Empfang zu nehmen. So, die Pack schießt jetzt auf die Ersatztruppen. Okay. Ja, Konterartillerie ist jetzt am Start. Da ist ein Möbelwagen für die Luft, aber in der Luft tut sich halt hier noch ein bisschen wenig. Der Beute Firefly hat schon zwei Fahrzeuge jetzt rausnehmen können. Die Königstiger sollte sich das überlegen, so nah ranzufahren. Wie gesagt, das ist sehr, sehr riskant. Je näher er kommt, umso gefährlicher wird es. Hier oben jetzt so ein bisschen Infanteriedruck. Durch die Rauchs durch kommen jetzt die ganzen Spähwagen 233, 231. Mit denen möchte man jetzt hier nach vorne agieren können. Aber die Panzerhaubitze ist abgeschossen worden. Sehr geiler Schuss. Jetzt Pack gegen Pack im Moment. Und auch die Spähwagen können natürlich schießen. Sind jetzt aber hinter den Häusern in Deckung gegangen. Oh, die ersten Ersatztruppen haben direkt aufgegeben. Da war kaum noch Gegenwehr. Also man kann hier wahrscheinlich so ein bisschen nach vorne arbeiten. Die 88er nimmt den Panther D Führer unter Beschuss. Und man sieht schon, das sind keine Schüsse, die nichts in sich haben. Ich glaube, die Panzerung ist direkt durchbrochen. Also diese schöne Rostoptik gibt es dann immer. Dann weiß man, da ist was im... da kommt eine JU-88 SI. Die möchte ein bisschen die Infanterie aufhalten. Und die Bomben sind gut geflogen. Sehr gut geflogen. Eine FW-190 möchte jetzt eigentlich JU abholen, aber... Ich muss jetzt leider selbst den Rückzug antreten, weil die 88er sie unter Beschuss nimmt. Oh, die FW-190 hat es sogar noch erwischt. 288er halt, sehr gefährlich. Die auch noch zusätzlich sehr viel Druck aufbauen können. Ja, der Vormarsch an Ersatztruppen hier hat auch nicht wirklich gefruchtet. Allerdings im Moment nur hier in der Siedlung gerade Vormarsch. Hier oben, wie gesagt, tut sich nichts. Das ist ein bisschen schade. Man hat die Truppen am Start dafür. Und man hat hier die Truppen am Start dafür im Grunde. Aber nun gut. Panzergrenadiere der Hitlerjugend, sie leben halt noch, ne? Also dann alles, was lebt, ist immer noch gefährlich. Hier werden jetzt die Ersatztruppen so ein bisschen nach vorne geschickt. Und der Königstiger ein bisschen nach hinten gezogen. Ja, die Ersatztruppen, die können den Hügel hier einnehmen. Allerdings weiß ich nicht, wie lange sie dann überleben werden. Ich würde mal wetten, nicht so lang. Der Beute Firefly jetzt im Duell mit dem Königstiger zieht sich aber zurück. Das Duell möchte man nicht eingehen. Verständlich. Ja, der Königstiger wird hier nach vorne und hinten gefahren. Durch die 88er ist es halt jetzt ganz, ganz schwierig, an den Königstiger ranzukommen. Ihn auszuschalten. Sehr, sehr schwierig. Damit sehr viel Dominanz
von Farid Rommel auf dieses ganze Feld hier. Also diese Ersatztruppen sind echt lebensmüde, aber sollen sie mal machen. Auf Seiten Tostis hat man jetzt die Flagge hier erobern können. Das Problem ist, man hat hier unten die Flagge halt immer noch verloren. Jetzt kommen jetzt weitere Panzer 4 hinzu. Auch hier oben. Aber die ziehen eher so hier unten hin, okay. Möchten sie von der Seite unterstützen oder möchten sie hier hin? Die Flagge hat man verloren, das ist nicht gut. Man bräuchte dort Infanterie, die dann hier ein bisschen weiter vorne ruhig positioniert werden kann. Ist das die Infanterie, die da hinfährt? Ja, es ist die Infanterie, die da hinfährt. Ja, sehr gut erkannt, sehr schnell durchgeführt und dann wird er seine Flagge auch zurückhaben. Hier unten wenig Bewegung, abgesehen von dem Panzer 4 und den Ersatztruppen, die jetzt schon wieder hier übers offene Feld kommen wollen. Und ja, wieder direkt im Rückzug sind. Weitere Ersatztruppen kommen. Also die Ersatztruppen halt, wie gesagt, das sind die Fliegen. Die können ruhig fallen, das ist nicht so schlimm. Man möchte mit den anderen Truppen nach vorne arbeiten. Beute Firefly durch den Kommandanten, gut gebufft. Wird trotzdem dem Königstiger unterliegen. Ja. Tossi hat keine Antwort auf den Königstiger. Das ist ganz, ganz gefährlich. Die Grille gegen Infanterie ist nicht da gut geeignet gegen die Panzer 4 durchzuhalten. Ein weiterer Königstiger ist auf dem Feld aufgekreuzt. Und ja, spätestens jetzt weiß man, dass er da ist. Das entmutigt natürlich die Truppen hier ein wenig. Jetzt muss man sich hier Haus für Haus nach vorne arbeiten. Die Ersatzgruppen dürften eigentlich unterliegen den Pionieren. Da werden sie jetzt einen Schuss abbekommen wahrscheinlich. Yep. Ja. Ja. So, Panzergrenadiere sind halt da. Sehr schön, aber ja, die Ersatztruppen. Einen Mann jetzt hier, der sich hier zusammenkauert. Ich will nicht mehr. Aber gefährlich. Wie gesagt, zwei Königstiger sind jetzt auf dem Feld. Zweimal Truppen, die gefährlich sein können für Tosti. Ein Panzer 4 wurde von dem Panther D hinten ausgeschaltet. Der andere Panzer 4 ist auch nicht in Range. Das ist halt die leichte Feuerüberlegenheit von dem Panther 4. Beute Firefly konnte jetzt nicht auch mithelfen. Zwei Panzer 4 damit relativ gut ausgeschaltet. Und diese eine Ersatztruppe, die hier noch ist. Ne? Ja. Nach wie vor. Also jetzt wird es schwieriger, weil jetzt auch. Na, der kann doch nicht mal Feuerunterstützung geben. Also. Wie gesagt, ich glaube fest daran, dass wenn er einen gemeinsamen Push von denen hier, mittlerweile sind sie ja nur, von denen hier und denen hier auf die Stellung hier hinten macht, kann er das gewinnen und hier oben gut Flaggen einnehmen. Und darauf müsste dann Farid Rommel erstmal reagieren. Der Farid Rommel, der übrigens hier unten jetzt relativ gut am Drücken ist, mit seinem Panzer 4 auch eine gute Einheit dabei hat. Wie sieht's denn aus? So Anti-Tank-mäßig nicht ganz so gut. Hier hinten ist erst die Pack zu sehen. Das Halbkettenfahrzeug hat es schon erwischt. Die Pack muss jetzt mal langsam zum Einsatz kommen. Ansonsten, Infanteristen werden jetzt hier erstmal angegriffen von den Ersatztruppen. Ab nach vorne mit euch, ihr seid Flammenwerfer, ihr müsst nah an. Ja, jetzt die Flammen im Einsatz. Und jetzt
ihr sollt im Flammenmeer auf untergehen. Der andere Flammenwerfertrupp bewegt sich leider nicht, kann da also nicht gerade helfen. Die Infanterie ist weg. Die Grille schießt relativ effektiv auf die Panzergrenadiere hier. Aber mehr so ein indirekter Beschuss, also mehr so schieß einfach mal dahin, irgendwas ist da bestimmt. Dass man jetzt wieder die Flagge hier verloren hat, ist wieder mal hart. Auch wenn man hier die Flagge hält. Grille halt mit dem indirekten Feuer einfach mal so hier rein, nur um die Infanterie zu unterdrücken. Die sind auch. Jetzt ist hier auch ein Pionierführer noch. Also spätestens jetzt. Kosti. Jetzt. Zeitpunkt ist gut. Also der Zeitpunkt war vorher schon gut. Jetzt ist er noch besser. Und da ist. Uff! Da ist er down. Der Königstiger hier auf dem Feld ist down gegangen. Guter Moment. Jetzt ein paar Truppen nach vorne zu setzen, um hier mal das Feld so ein bisschen zu klären. Panzergrenadiere gehen vor und schauen mal, was hier so ist. Eine 88er jetzt auch schon mal nachgezogen worden seitens Tosti, der hier unten jetzt den Panzer 4 ausschalten konnte. Sein eigener Panzer 4 aber durch Off-Map-Artillerie in Mitleidenschaft geraten. Das ist das Problem, wenn man nur eine Verteidigungsposition einnimmt und nicht nach vorne agiert, kann man leichter halt von Off-Map-Artillerie erreicht werden. Mittlerweile ganz, ganz viel Truppen nachgezogen worden. Also overall ein bisschen schwer zu sehen jetzt gerade, aber ich würde sagen, leicht ist Übergewicht von Fahrrad Rommel tatsächlich. Auch wenn natürlich sehr, sehr viel Ersatztruppen dabei sind. Nach der ganzen Bombardement von der Grille hier, wo die ganzen Infanteristen jetzt auch gekürzt sind, kommen jetzt erstmal die Infanterie von ihnen. Die sind aber sofort unter Feuer und sofort in Schockstarre. Was mich jetzt richtig freut, ist, da findet ein Angriff statt. Hier. Er sollte noch unterstützt werden von hier oben. Also so eine Art Zangenangriff. Dann würde er wahrscheinlich doppelte Wirkung haben. So, wie sieht es hier aus? Also die Front, Artillerieschlag ist durchgegangen. Man sieht schon. Zwei Panzer 4 aber hier. Sind dabei, die Infanteristen hier Platz zu machen. Viele Flugzeuge fliegen nicht gerade hier über den Himmel. Also viel passiert da in dem Sinne nicht. Wir sind gespannt. Die nächste Off-Map-Artillerie ist gerufen worden. Relativ gut platziert. Der Panzer M4, wenn er jetzt die Off-Map-Artillerie kurz abwartet und dann hier nach vorne fährt, kann er eventuell ein oder zwei Panzer 4 danach rausholen, wenn die nicht sowieso durch die Artillerie schon down gehen. Die 88er macht natürlich Unterdrückungsfeuer. Hier 88er gegen 88er, die Ersatztruppen sind jetzt auch von der Grille aus abgeschossen worden. Die Grille läuft Gefahr, hier in was reinzufahren. So, auf der Artillerie hat gesessen, also die Panzer 4 aber nicht kaputt. Ja. Aber dann können wir das jetzt auch vergessen, den Schuss hat er leider verpasst, ist er ein bisschen zu spät.
Marder 1 werden hinzugezogen. Ah, da bin ich schon mal gespannt. Die können richtig effektive Biester sein. Werden angeschossen jetzt von der Grille. Tatsächlich. Ah, die Artillerie sitzt hier schon. Und da wieder die Ersatztruppen jetzt nach oben. Werden aber von dem Halbkettenfahrzeug direkt zerschossen. Sehr viele Grillen. Und, der Königsdiener hat einiges abbekommen, muss man sagen. So, hier oben. Die Attacke. Eigentlich ganz gut. Zünglein an der Waage wären, wie gesagt, hier oben die Truppen gewesen, wenn die jetzt nach denen gefahren wären. Oder beziehungsweise gefahren, gelaufen. Dann wäre es wahrscheinlich noch ein Ticken besser gewesen. Der ist im Rückzug. Und wenn er Pech hat, jetzt auch ausgeschaltet. Dafür sein eigenes Kettenfahrzeug jetzt unter Beschuss vom Königsdiger. Den wird er nicht ausschalten können. Also das Halbkettenfahrzeug wird den Königsdiger nicht ausschalten können. Ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Ja. So, hier ist man jetzt in der Vorwärtsbewegung. Gegen die Halbkettenfahrzeuge und die Panzergrenadiere. Hitlerjugend nichts entgegenzusetzen. Die haben keine Panzerabwehrwaffen dabei. Die ist hier hinten eigentlich postiert gewesen, aber wurde ausgeschaltet. Es schießt der Beute Firefly auf die Seite vom Königstiger. Das ist ein Duell, was wahrscheinlich der Königstiger gewinnen wird. So. Seine Panzerung auch noch sehr, sehr gut. Jetzt bewegt er sich raus aus der Schussreichweite. Ne, da hat er es abbekommen. Tja, damit der Beute Firefly weg. Und der Königstiger überlebt. Und kann Druck aufbauen. Generell gerade aber 14 zu 10 für Tosti. Man kann überall noch so einigermaßen gegenhalten, auch wenn hier unten man jetzt stark leidet. Oh, das Halbkettenfahrzeug hat es nicht überlebt. Man braucht mehr gegen die ganze mechanisierte Armee. Panzer 4 Führer kommt jetzt hinzu. Man befindet sich auch in Phase C, was natürlich bedeutet, dass nur noch wenig Punkte beiden zur Verfügung stehen. Jeweils nur noch 80 mit jedem Tick. Das, sehr, sehr wenig halt. Pack von hier oben kann den Panzer M4 ausschalten. In der Theorie. Sie muss natürlich schießen können. Oder oben hat es eine Grille erwischt. Pack hat es auch erwischt. Das ist natürlich jetzt richtig übel. Hier unten den Punkt wird man jetzt auch nach und nach verlieren. Ja, der Panther D-Führer schafft es, sich zu bekommen auf dem Panzer 4M. Wird die noch ausschalten? Wow. Also ganz schlechter Schütze, du. Du bist ein richtig schlechter Schütze. Nur um es mal zu sagen. Ah, geht doch. Ja, man verliert aber trotzdem das ganze Gebiet hier vorne. Der Panzer 4 wird auch eher safe hinten aufgestellt mit der Infanterie zusammen. 13 zu 11, jetzt der Tick gegen Tosti. Hier hinten für die ganze für die Artillerie genügend Munition ist vorhanden. Es fehlt, glaube ich, gerade an der Artillerie dafür. Der Königstiger hat einen Schreck wegbekommen. Befindet sich gerade im Rückzug, ist aber die. Die Panzerung steht aber noch. Und hier oben kommt jetzt die. Da das Stocken vorwärts gegangen ist, beziehungsweise aufgehalten wurde, gibt es jetzt die Gegenoffensive. Und die geht einmal hier über den Panzer 4 und aber auch einmal hier oben. Panzer 4 und Panzergrenadiere. Ja,
Und in der Ortschaft möchte man jetzt auch langsam nach vorne arbeiten. Das Halbkettenfahrzeug hier möchte jetzt schnell wegfahren, möchte in eine sichere Position, wo es weiter seinen Mörserbeschuss aufnehmen kann. Wurfrahmen. Also der Wurfrahmen hat ja noch Munition, der hier braucht mal wieder welche. Ein Supply Truck ist aber im Moment nicht vorhanden. Der ist hinten bei dem bei der Artillerie. Die Position hier sollte man aber nicht aufgeben. Das ist unsinnig. Und die wird, also hier oben, die wird noch nicht so hart dominiert. Eigentlich. Und es sind nur Ersatztruppen. Es ist noch nicht mal Ersatztruppen. Es ist ein Ersatztrupp. Es ist ein Mann, der jetzt aber erschossen wurde. Dadurch die Frontlinie wieder ein bisschen nach vorne. Mit Tosti nur noch 13 zu 11 im Rückstand. Die Uhr tickt langsam, aber erbarmungslos. Und die Grille konnte ein MG-42 ausschalten, was ich hier postiert hatte. Der Spähwagen 233 kann gefährlich werden für den Panzer 4, je nachdem wie er steht, aus welcher Range er angreifen kann. Kann er sogar sehr gefährlich werden, weil er die höhere Schussfrequenz und kann damit normalerweise schneller auf den Panzer 4 schießen als er zurück und dann ziehst du dich wieder zurück. Jetzt hat man aber hier die Flagge verloren. Hier oben hat man die Infanterie verloren, aber der Panzer 4 steht halt noch da. Und die Flagge hier auch wieder verloren, das ging 15-9. Ja, der Hügel jetzt so ein bisschen Nachteil auch, weil zu weit nach vorne kann man nicht. Wenn man seine Infanterie natürlich nicht opfern will, aber zu weit nach hinten sollte man halt auch nicht. Und jetzt hat er den Punkt wieder erreicht. Bis dahin ist okay. Jetzt die Grille wahrscheinlich direkt wieder mit indirektem Feuer. Ja, das war zu erwarten. Direkt wieder am Feuer. Grille macht das gleiche. Man versucht dem Feuer zu entgehen, ist aber jetzt im Schockstarre. Und die Flagge geht wieder an. Farid Rommel, also Trosti hier gerade überall hart am Punkten, obwohl man hier unten den Spähwagen ausschalten konnte. Der Spähwagen 233 ist allerdings nicht da, aber Schütze ist getötet worden und danach ist auch das Fahrzeug geplatzt. Ja, Mörserfeuer geht aber weiter und befindet sich hier wieder auf dem Rückzug. Das sieht übel aus, das sieht echt übel aus, gerade für Tosti. Ja, ist nicht mal, also der, klar, die zwei Königstiger haben ordentlich Druck gemacht, man hat sich dadurch möglichst, oder nicht viel getraut, nach vorne zu arbeiten, aber ansonsten waren sie jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra in der Karte. Allerdings ist es die jetzt vorhandene Infanterie. Vorher waren es nur Ersatztruppen. Der Moment, wo man eigentlich immer nach hinten fällt, weil man nur Ersatztruppen hat. Ja. Jetzt sind sie allerdings Panzergrenadiere mit Panzerfaust oder auch ohne Panzerfaust und geht gefährlich aus. Die Grille, indirektes Feuer hier so auf die Häuser am Schießen. Sehr effektiv, wie er die Grillen einsetzt. Wie gesagt, das sind Antipersonenfahrzeuge. Immer wieder einen Angriff setzen. Der Wurfrahmen schießt jetzt in einem sehr hohen Radius. Das bedeutet, das geht auf die hier nieder. Ja, die hat gut gesessen, ne? Naja, die waren nicht schlecht. Ne? Zwei auf dem Rückzug, einer vernichtet. War ganz okay. Aber ihr braucht halt jetzt mit beiden neue Munition. Die Grille jetzt hier auf die Infanteristen am Schießen. Und der Infanterietrupp ist direkt weg. Und der Truppführer versteckt sich jetzt erstmal hier in den Wald. Während man jetzt hier oben versucht, alles einzunehmen. Den Punkt sollte man jetzt nicht so schnell verlieren.
dadurch jetzt, dass das Fahrzeug hier weg ist, jetzt auch die Flagge tatsächlich erstmal an Paris-Trommel gegangen. Wird jetzt zurückerobert, allerdings hat man hier ein Problem. Der Panzer 4 kann nach unten hin unterstützen, das Halbkettenfahrzeug ist damit weg. Ein eigener Panzer 4 kommt hinzugezogen, versteckt sich hier. Die Pack hat's erwischt. Ganz und gar nicht gut, die Grille freut sich, die hat heute einen richtigen Tag, was das betrifft. Der Panzer 4, der freut sich vielleicht bald, wenn er den Panzer 4G hier in die Seite schießen kann. Er ist aber ein Ticken zu weit hinten, wäre er ein bisschen weiter vorne, können wir ihn früher sehen. Allerdings, er wird ihn wahrscheinlich sehen können. Also, er fährt jetzt weiter und sieht hier hinten den Wurfrahmen, wie auch immer der den gesehen hat. Also, ich muss ehrlich sein, die Sichtweite war da aber nicht klar. Naja. Man cheatet sich und hat den Wallhack an oder so. Hier oben. Also, jetzt die Infanterie will reingehen in die Ortschaft. Spähwagen sorgt natürlich für die Sicht. Antipanzer ist nicht vorhanden. Sobald das der Farid Rommel merkt, würde den Panzer 4G einfach hier reinfahren. Und jetzt ein bisschen nach vorne. Jetzt haben wir es verpasst, aber hier der Panzer 4J hat den Panzer 4 ausschalten können. Jetzt der Königstiger hier von der Seite am Aushelfen. Es wird jetzt gerade immer schwieriger für Tosti, jetzt die richtigen Antworten zu finden. Hier ist er eben den Gegner halt immer weiter am Bombardieren mit Artilleriefeuer, um dagegen zu halten. Ich glaube, jetzt hat er aufgegeben. Knappe Niederlage für Tosti. Ja, da hat er aufgegeben. Gut, dann war das die erste Runde. Sind wir mal gespannt auf das zweite Match, ne?